Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium-Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI. Ganz genau, liebe Leute, und wir hatten beim letzten Mal hier angefangen und haben uns hier durch die Basis gefressen hier unten. Der baut sich hier unten immer wieder auf, aber, liebe Leute, wir haben ihn schon ganz schön dezimiert. So. Wir kriegen aber auch noch Kohle rein. Dann würde ich sagen, baue ich mir noch mal ein paar Einheiten. So. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Leute. Bam, hier. So, weg damit. Weg mit den Gummipanzern. So, dann macht ihr die mal alle kalt. Bam und bam. So, Leute, dann. Der hat da wieder ein volles Silo. Das würde ich sagen, schnapp ich mir. Und, genau. Ja, wisst ihr, warte, ich habe da eine andere Idee. Ich werde mir hier unten oben eine Kaserne hinbauen. So, ihr Hubschrauber, macht mal bitte den Sammler kalt. Aber nicht über die Basis fliegen, ja, danke. Und weg damit. Sehr schön. Nein! Puh. Okay. Der hat zum Glück nicht getroffen, ey. So, dann nimm das ein. Zack. Und dann baue ich mir jetzt hier oben eine Kaserne hin. Das reicht mir dann halt. Dann lasse ich den halt hier seine Sachen bauen. Ist ja nicht schlimm. So, dann bauen wir bitte den Invasor. Und nimm da bitte Geld. Das Geld. Oh. So viel war das aber jetzt nicht. Shit, ey. Scheiße. Aber gut. Nicht schlimm, den kann ich hier nämlich nicht ausbluten lassen. Oh, schau ich das an hier. Oh Mann. Gut, Leute, die kommen mit hier hoch. Komm, Aufstand der Bürger hier. Zack. Oh Mann. Dann macht immer das Gebäude da im Arsch. Los. So, liebe Leute. Die Raketenwerfer nach hinten, bitte. Und bam. Die Raketenwerfer für die Drecksmanniken, ja. Das ist eine gute Idee, ey. So, und dann kann ich dem hier tatsächlich noch seine Kohle wegnehmen. Das ist doch mal schon mal... Keine schlechte Sache. So, meine Hubschrauber. Oh ja, da ist wieder die geile Mucke hier. Bam. 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 So. Oh. Okay, gut. Egal. Ah, wartet mal. Ionenwerfer. Auf den Sammler. So. Habe ich jetzt zumindest mal den Sammler weggehauen. Das ist schon mal gut. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen... Ah, kommt. Mach mal das Gebäude wieder weg. Lass den ruhig ausbluten. Ist in Ordnung. Lass den ruhig ausbluten, Leute. Hubschrauber, mach bitte den Sammler weg. Wenn der seine Kohle unbedingt für... Ah! Wie weit hat der denn geschossen, bitte? Okay. Höchst interessant, wie weit die Flak geschossen hat da gerade. Na gut, okay. Warte schon wieder. Irgendwann muss er doch keine Kohle mehr haben. So, bam hier. Nein! Ach, Mann. So. Irgendwann muss er doch keine... Aha, schaut mal da. Ah, wartet mal. Ich muss, glaube ich, zuerst hier die Silos platt machen, die der da baut. Nein, aber nicht unsere eigene Gebäude abballern, Mensch. So. Da wird er nämlich angeschissen kommen. Ja, sehr schön, Leute. Hallo? Die Männchen, die machen mich hier platt, ey, mit dem... Der Aufstand der Bürger. So, liebe Leute. Und bam. Weg damit. So. Das sieht mir nach Abnutzungskampf hier aus, wa? Schau euch das an, ey.
Aber Team 2 hat jetzt leider nur noch 3 Hubschrauber. Okay. Bleib mal bitte oben. Auf den Sammler los. Und bam. So. Nein, lasst euch nicht von dem in die Flak ziehen. So, Leute, dann ab nach Hause mit euch hier. Und bam. So, dann. Bam. Oh, das ist schon übel, ja. So, liebe Leute, dann können wir da hier... Ah, haha. Okay. Wir haben wieder einen Ionenwerfer und der hat wieder 3 volle Silos. So, Leute, dann machen wir eben die mal platt. Macht die kalt jetzt hier. Der soll nicht seine ganze Kohle ausgeben. Ha, seht ihr das? Zack, und direkt wieder verticken hier. So, ich habe meinen 4. Orca. Da ist er schon. Hallo, lieber Orca. Schön, dass es dich gibt. Und ja, liebe Leute, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor hier gefällt, wie wir hier gute alte Command & Conquer Remaster zocken. Und genau. Wie wir hier die Noddies platt machen. So, und dann glaube ich vorletzten Mission oder so, ne? Ja, dann hier, bam. 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 Die machen schon ordentlichen Schaden, muss ich sagen. So, und die Flak ist auch überfordert. Sehr gut, so muss das sein. Na, ich glaube, kann ich den ausbluten lassen überhaupt? Er ist verkauft! Was? Ach, Minikin. Das ist so die Schwachstelle von denen. Die Minikin, habt das mal gesehen, ey. Na gut, nicht schlimm. Ich baue mir auf jeden Fall nach und nach hier meine Angriffsarmee auf. Genau. Oh, Alter, die fahren aber auch immer ganz knapp am Turm vorbei, ne? So, na gut, egal. Dann würde ich mal sagen, liebe Leute, speichere ich das Ding nochmal. Und dann mache ich ihm das hier nochmal platt hier, so. Und der verkauft auch schon. Ha, seht ihr das? Und der verkauft auch schon. Und da kommt er schon mit dem Sammler hier hin. Jawohl, sehr schön. So, bam hier, los. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal angreifen. Klar, angreifen hier, los. Und, ja, dann können die Hubschrauber ja erstmal die Energie da unten platt machen. Er verkauft! Er verkauft einfach direkt. Okay. Ja, das ist natürlich gut, wenn er das direkt verkauft, ne? Dann ist klar. Dann mach bitte diesen Turm da im Arsch. Sehr schön. Verkauft er auch die Flak? Weil das wäre gut. Ja, Leute, er verkauft auch die Flak. Weil dann sehen wir nämlich gleich auch die zweite Superwaffe der GDI. Wenn er nicht noch irgendwo eine Flak hätte. Aber können wir erstmal hier... So, wir haben nur noch unsere Mammuts. Bam. So, Leute. Und Butz hier. So. Und Ionenwerfer rein. Butz. So, liebe Leute. Dann rein hier. Und zack. Nur noch mit Mammuts hier unterwegs. Sehr gut. Alles klar, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, bevor ich hier noch weiter Mammuts baue, brauche ich einfach ein paar Raketenwerfer. So, bam. Und weg damit. Sehr schön. Was hat dann da oben noch? Invasoren. Was zur Hölle? So. Und da steht der Sammler schon. Oh, wie schade. So, liebe Leute, war diese Mission ja doch relativ smooth, muss ich sagen. Ja, mit den Hubschraubern ist das einfach viel angenehmer. So, was haben die da oben? Invasoren, ey. Aber gut.
Liebe Leute, die Basis haben wir ihm auseinandergenommen. Die Hubschrauber können da unten mal bitte das Ding im Arsch machen. So. Ah, das schaffen sie nicht, ne? Das schaffen sie nicht. Aber hier oben ist da auch noch was. Wartet mal. Da oben ist noch was. Da oben ist noch was. So, du kannst mal bitte da drauf ballern. Und den am Reparieren hindern. So. Bam. Mit den Hubschraubern kriegen wir das jetzt hin. So. Sehr schön. Alles klar. Ja. Was ist denn hier oben noch? Ach, was ist denn das da? So. Delphis Information. Kane aufgespürt. Zerstören Sie die Einrichtung, in dem, während er in die Enge getrieben ist. Bauen Sie ein Kommandozentral. Ja, okay. Mhm. Ah, wir müssen also mit den Hubschraubern da dran, ne? Wir müssen also mit den Hubschraubern da dran. Aber wieso kriege ich denn keinen Luftangriff? Pff. Ich muss das Ding einfach platt machen, oder? Wartet mal, ich speichere das nochmal. Ich glaube, ich muss das einfach platt machen, ja? Was? Oh, da reichen aber vier Hubschrauber nicht für. Okay. Interessant. Nein, flieg doch nach Hause. Das wollte ich doch jetzt gar nicht. Wenn einer da drauf ballern kann, dann ist das Ding gewonnen. Kann da einer drauf ballern? Sehr gut. Sehr gut, Leute. Da kann nur einer drauf, da kann einer drauf ballern. Die sind voll. Alles klar, dann machen wir das Ding jetzt im Arsch. So. Ich schreibe nur, warum ich keinen Luftangriff kriege. Batz. Ha, das war's schon. Oh mein Gott, 1,5 Folgen. Nicht schlecht. Ja, den Luftangriff hatten wir ja nicht. Das ist ja irgendwie komisch gewesen. Aber gut, liebe Leute, wir haben eine Bonusgalerie. Abschließend Ionenwerferangriff. Ich würde aber sagen, die gucken wir uns jetzt erstmal an. Guckt euch das an, Leute. 466 Einheiten. Krass. Okay. Gut, liebe Leute, wie sieht es denn mittlerweile in Europa aus? Das ist ja wirklich jetzt nicht mehr viel, ne? Ja, jetzt die vorletzte Mission, oder was? Sieht so aus. Hier ist die letzte. Gut, liebe Leute, aber erstmal Bonusgalerie. machen wir einfach mal weiter. So, Bonusgalerie. Was haben wir denn hier noch? Shepard und der Ionenwerfer. Eric Martin. Wieder eine Cutscene, ne? Ja. Hier haben sie voll viele Cutscenes. Schau das an, ey. Na gut. Okay. Missionsauswahl, Leute. Gehen wir direkt weiter in die 14. Mission auf dem Präsentierteller. Alles klar. Dann machen wir das doch mal, würde ich sagen. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Commander. Es war mein Fehler. Kane hat sich im letzten Moment aus dem Labor geschlichen. Schlüpfrig wie ein Aal, aber nicht mehr lange. Seine Truppen quetschen sich durch diesen Hohlweg, offenbar um sich beim Hauptquartier zu sammeln. Wenn sie schnell genug sind, können sie die gesamte Nordarmee im Gänsemarsch erledigen. Unsere Strategen versuchen so lange, das Hauptquartier zu orten. Zeit für den Fangschuss, Commander. Oh, yeah, Leute. Okay, ich verstehe. Zerstören Sie den Nordkonvoi. Okay. Dann machen wir es einfach, weil es hört sich einfach an. Aber ich glaube, es ist nicht einfach. Es sind einfach, glaube ich, so viele Einheiten hier unterwegs. Gut. Ich muss erstmal zumindest die Karte erkunden. Ah, seht ihr das? Artillerien. Ja, okay, gut. Aber da hilft ein Kampfpanzer. Und, ja, liebe Leute, dann machen wir einfach mal weiter hier. Mit der vorletzten Mission tatsächlich. So, dann. Mach die weg da los.
So, fahrt den platt. Ihr sollt den platt fahren. Ja gut. Dann macht den kalt. Das gibt's doch nicht. Ach, die Einheiten, die brauchen echt mal einen Schluck Zielwasser. Die brauchen echt mal einen Schluck Zielwasser. Oh, die machen ganz schön viel Schaden, muss ich sagen, die Artillerie, okay. Interessant. Die BMTs, die können sich mal nach rechts bewegen hier. Gucken, was da so ist. Oh, die Karte ist auch gar nicht so groß, seht ihr das? Und ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir uns jetzt hier schlagen. So. Ja, was haben wir denn hier noch? Ne? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, was diese Mission angeht. Wir müssen einfach nur einen Konvoi platt machen, theoretisch. Ja, theoretisch. Ne? Was heißt denn hier schon theoretisch? Das kennt man ja. Gibt es hier noch irgendwas? Nein, hier gibt es nichts. Hier oben gibt es auch nichts. Da kommt er doch. Aha, zwei Artillerien. Interessant. Wobei, die könnten, glaube ich, sogar gegen den BM... Die BMTs können, glaube ich, sogar gegen die Artillerien bestehen. Oha. Oha, was ist denn das da? Da ist der Konvoi doch. Na komm, dann, die kriegen die sogar. Bam, hier, so. Und hier, bam. Und weiter kaputt machen hier, bam. So, Leute. Und hier, bam. So. Genau. Dann würde ich sagen, nehme ich mir die Einheiten und auf die Gummipanzer, los. Auf die Gummipanzer. Ach, Leute. Jetzt überfährt der meine ganzen Einheiten. Ist das ein Sack? Ist das ein Sack? So, dann fahrt ihr mal bitte nach hier unten. So. Da ist doch... Das sind alle Einheiten, glaube ich, oder? Ja, wobei, ich glaube, der hat da noch irgendwo eine Tarneinheit stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles ist, Leute. Wenn das alles gewesen sein soll, ist das ja wirklich nichts. Das wäre ja nichts, wirklich. Also, das wäre sehr überraschend. Oh, bam, hier, los. Mach die weg! Oh Gott, der hat einmal geschossen und zack. Scheiße, Mann, ey, diese Drecksflammenwerferpanzer. Ah, die trifft noch nicht mal. Sehr schön. Oh, ich habe jetzt noch einen Mammut. Scheiße. Und einen Raketenwerfer. So. Da muss ich mal gucken. Ah, schick den Raketenwerfer mal lieber nicht nach da vorne. Lieber hier ein Ding. Aha, schaut mal da. Da hat der Tarnpanzer. Zack, der Sack hier. So. Und war es das jetzt schon, oder was? Da hat er noch einen. Und noch einen. Oha. Okay, das sind jetzt ein bisschen viele hier. So, Leute. Und hier, bam. Wo sind die anderen Tarnpanzer? Ah, die sind abgehauen oder so, ne? Die sind abgehauen. Die Säcke. Ich meine aber, dass die hier irgendwo wären, Leute. Hier irgendwo waren die doch. Da sind die nochmal abgehauen. Ich fass es nicht. Wo sind die hingefahren? Wenn das echt alles war, ja, dann war diese Mission ja echt easy, muss ich sagen. Aber müssen wir erstmal nochmal warten. Da oben! Ach, da sind noch zwei Gummipanzer! Ja, dann mach die mal kalt. Dankeschön, dass ihr auf das Männchen schießt. So. Da sind noch zwei Gummipanzer. Ja, gut. So. Alles klar, hat er jetzt hier sonst noch irgendwas? Ich meine, die Karte geht weiter nach oben, ne? Muss ich echt gucken, ob der jetzt hier noch was hat. Da ist er doch! Da ist doch einer! Ha. So. Bam. Hat er jetzt sonst noch irgendwas rumfahren? Bitte nicht, ey. Langsam wird's knapp. Aber ich habe einen Mammut, ey. Die Mammuts hier, die sind so mächtig. Das ist einfach unfassbar. Wie krass mächtig die Dinger sind. So, was hat er denn jetzt hier noch?
Nein, du bleibst bitte hier. Aha, schaut mal da. Zwei Buggies, wie süß. Zwei Buggies. Oh Mann, Leute. Und bam. So. Hat er hier sonst noch irgendwas rumstehen? Ja, Mist, wo hat er denn jetzt hier diese Tarnpanzer stehen? Bleib mal hier oben, bitte. Vielleicht, keine Ahnung. Ist da oben noch was in der Ecke? Keine Ahnung. Oh Mann, Leute, Einheiten suchen. Das ist typische Command & Conquer-Spiel, Einheiten suchen. Na ja, gut, okay, einverstanden. Aber bitte nicht da unten herfahren, Mammut. Sondern da oben her. So, sieht man denn auf dem Menü? Sieht man nichts, ne? Nee. Schade, Leute. Schade, schade. Kann man das nicht irgendwie wieder ausblenden? Ah, okay. Ich wollte schon sagen hier. Und ja, liebe Leute. Nach wie vor Freitagabend. Die Woche war anstrengend auf der Arbeit. daher kommt es mir jetzt ganz gut gelegen eigentlich, dass ich jetzt zusammen mit euch Command & Conquer zocken kann. Ja, ich brauche einfach diesen Ausgleich auch. Ne? Ich mache das ja auch in gewisser Weise, dieses Let's Play-Hobby. Mache ich ja gewisserweise auch für mich als Ausgleich. Und ja, braucht man halt, wenn man die ganze Zeit arbeitet, ne? In der Covid-Phase. Meine Frage ist jetzt, wo hat der sich versteckt, der letzte Tarnpanzer? Wo hat der letzte Tarnpanzer sich versteckt? So, ist der vielleicht hier in der Mitte? Keine Ahnung. Ich habe noch zwei Einheiten übrig. Aber ich war ja noch nicht hier oben, ne? Hier oben war ich ja noch gar nicht. So. Da unten ist er nämlich auch nicht. Okay. Hat er vielleicht noch ein paar Artillerien da oben rumstehen? Kann das vielleicht sein? Ich weiß es ja nicht. Ha! Da ist er! Da ist er! So, Leute, dann fahr zurück. Und mach den kalt da. Los, schneller. Die Folge ist gleich auch vorbei, dann passt das genau. Und wie gesagt, Leute, was ist jetzt mit der Maus? Hallo, Maus! Da muss ich das halt so machen. Ah, okay, geht wieder. Hat für einen Moment die Maus nicht reagiert. Interessant. Und der einsame Mammut, wie er hier rumtuckert. Tok, 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 tok. Wie er hier rumtuckert, ey. Ja, sehr spannend. Das ist spannend, Leute. Erscheine, so. Das sind sogar noch zwei. Das schaffe ich nicht. Der Einsatz ist fehlgeschlagen. Was? Oh. Ich habe das Ding gar nicht gespeichert. Okay. Scheiße. Okay, interessant, Leute. Da standen noch zwei rum. Ja gut, dann nehme ich mir jetzt aber alle. Und, wartet mal. Nee, erstmal die BMTs, ne? Erstmal mit den BMTs nach da oben. Und dann mit den ganzen Leuten hier hin. Nein. Nicht so. Gut, dann mach erstmal hier oben die Artillerien platt. Meine Fresse, da standen da doch noch zwei Tarnpanzer am Ende, ey. Ja gut, die konnte ich natürlich nicht kriegen, ne, klar. So, dann mach den kalt, bitte. Bam. Oh. Sehr gut, Leute. Dann geht ihr mal bitte nach hier hin. Dann ist diese Mission doch noch ein bisschen länger, ja. Blöd. Blöd gelaufen. Scheiße, ey. Ich dachte, ich könnte... Da ist nur noch einer. Und den könnte ich dann einfach platt machen. Aber dem war nicht so. Aber gut, Level. Da kommt er nämlich. Da kommt er angeschissen. Seht ihr das da? Da kommt er angeschissen. Da. Ha.
Seht ihr das? Die können wir schön platt machen hier. Die können wir schön platt machen. Bam. Ey. Jetzt aber bam. Sehr schön. Bam. Genau, Leute. So. Wo geht ihr hin? Okay, ja, dann machen wir mal los hier. So, zack. Schützt aber den Mammut. Weil die brauche ich. So. Artillerien wegmachen. Bam. So, Flammenwerfer wegmachen. Diese scheiß Flammenwerferpanzer. So. Oh Gott. Okay. Das wird langsam ein bisschen interessant hier. Shit. Na gut. Das wird mittlerweile echt ein bisschen knapp, muss ich sagen. Aber kriegen wir schon hin hier. So. Da sind die Tarnpanzer. So. Tarnpanzer. Weg damit. Hier auch weg damit. Und weg damit. Jetzt kommt er zu gefälligst alle hier hin. So, Leute. Da sind die Buggies. Und, haben die echt einen Kampfpanzer von mir platt gemacht? Das ist ja wohl nicht wahr. So, dann haben wir jetzt noch den einen Mammut. Und bam. Okay, hat er jetzt hier noch irgendwas durchgekriegt hier unten? Der Mechanical Man hier. Oh Mann. Gut, Leute, das würde ich sagen, speichere ich aber mal. Mission 14. GDI. So. Weil da oben sollte er jetzt nichts mehr haben. What? Da ist noch einer. Bam. So, weg mit dem. Alter, was? Bam hier. So, jetzt habe ich wieder einen Mammut. Aber nur noch halb voll. Und den lasse ich jetzt einfach mal da unten stehen. Es kann sein, dass da wieder Tarnpanzer sind, ne? Es sei denn, ich muss jetzt natürlich wieder noch ganz nach oben, ne? Das wäre scheiße, Leute. Aber ich glaube, ich habe die alle abgefangen. Nein, da oben. Leute, ihr geht mir auf den Piss mit euren Tarnpanzern. Ach Leute, das hatte ich nicht so nicht erwartet, dass sich das jetzt hier so hinzieht. Also wie gesagt, wenn da zwei Tarnpanzer sind, dann kann ich das Ding vergessen. Weil die machen schon ordentlichen Schaden, muss ich sagen. So, dann. Weiter geht's, beweg dich nach oben, Mammut. Ach, das ist wieder... Das ist wieder ganz toll, ey. Scheiße. Die Mission, die war doch beim letzten Mal nicht so schwer. Ich habe die ja schon mal gespielt gehabt. Also vor ein paar Jahren mal. Und die war doch beim letzten Mal nicht so schwer. Na gut, liebe Leute, kriegen wir schon hin. So. Da ist er doch. Und bam, weg damit. Ja, immer noch nicht vorbei. Leute, mir schwant wieder Schlimmes hier. Mann. Ja, wobei. Da oben sind doch bestimmt nur noch die beiden Jeeps, oder? Weil ich habe doch hier unten eben vier Tarnpanzer platt gemacht. Ich habe doch da vier Tarnpanzer platt gemacht, da eben. So, ich habe jetzt nur noch der eine Mammut, der hier wieder einsam rumfährt. Der Mammut, der durch die Gegend fährt und seine Beute sucht. Genau, liebe Leute. So, dann... Gucken wir mal, ob hier noch irgendwo was ist. Genau. Und so. Das ist bestimmt noch irgendwo so ein blöder Tarnpanzer. Weil da oben hat der nichts mehr. Verdammt, Leute, ich muss schon wieder zurück. Ah. Haha, zwei Gummipanzer. Okay, ja gut, die kriege ich aber auch hin. Die beiden Gummipanzer kriege ich hin, das ist kein Problem, Leute. Zwei Gummipanzer. Na gut, da habe ich ihn noch übersehen gehabt. So, liebe Leute, jetzt ist die Folge schon bei 30 Minuten. Weil ich die eigentlich eben schon fertig hatte, aber gut. Speichere das nochmal.
Ja, aber so kann sich das halt manchmal hinziehen, ne, wenn man nicht weiß, wo die Einheiten stehen. Oh Mann. Aber nicht schlimm. Sag mal, heilt der sich gar nicht? Ich hatte doch im Hinterkopf, dass die Mammuts sich immer heilen, oder? Das war doch so. Die wollen mich hier also ein bisschen verkackeiern. Okay, ich verstehe schon. Jawohl, Sir. Gut. Liebe Leute, dann fahr da runter. Und, dann mache ich jetzt das 1 gegen 1. So, speichere das nochmal. So. Gut. Wie mache ich das jetzt? So. Genau. Genau, so, genau. Und bam. Und bam. Oh Gott, da ist schon der nächste. Schaffe ich das? Schaffe ich das? Ja, der heilt sich doch. Seht ihr das? Yes, das war's. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Leute. Das war die letzte Einheit da. Oh Mann. Ziemlich ausgeglichen, aber... Okay, Bonusgalerie freischalten auf dem Präsentierteller. Ich würde sagen, dann gucken wir uns die noch an. Und dann haben wir beim nächsten Mal tatsächlich die letzte Mission. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja. Die letzte Mission. Krass. Sarajevo ist das, glaube ich. Oh ja. Und wir haben 3 mögliche Wege. Aber das sehen wir beim nächsten Mal. Ja, es tut mir leid, aber ich muss es noch einmal verschieben. Gucken wir uns noch kurz die Bonusgalerie hier an. Auf dem Präsentierteller, Kommandant. Das ist eigentlich immer das Gleiche, ne? Gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es ruhig weiter. Und wie es in der letzten Mission weitergeht, liebe Leute, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.